Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal das Dammwild. Ich versuche mich auch einigermaßen kurz zu fassen. Das ist eine kleine Hirschart, vergleichsweise klein. Ist in Deutschland heimisch seit, ja, ungefähr die Römer sie mitgebracht haben, stammt aber eigentlich aus Anatolien, also dem asiatischen Teil der Türkei, mal abgesehen von dem kleinen Zipfel, der halt noch bei Europa liegt, ne? Ja, und wurde als Jagdwild eingeführt, schmeckt nämlich sehr gut und deswegen eben importiert. Und streng genommen gilt die Art als heimisch, ist also kein Neozoon, also neu eingebürgerte Tierart, weil sie eben noch vor 1492 eingebürgert worden ist und man hat sich dann mal irgendwann darauf geeinigt, dass alles, das vor 1492 da war, kein Neozoon ist und das, was danach gekommen ist, das schon. Ja, ich habe nicht genug Bildmaterial, um das ganze Video auszufüllen, drum gibt es da hin und wieder mal auch die ein oder andere Wiederholung. Wir blenden aber auch noch ein paar Fotos ein, die dann nicht von mir sind. Das ist dann auch einfach zum Unterscheiden. Fotos sind nicht von mir, der Verfasser steht jeweils drunter. Bewegtbildmaterial, so die dieses hier, das ist dann von mir. Aber ja, damit nochmal herzlich willkommen und wir legen los. Kommen wir ein bisschen zur Optik von den Tieren. Das ist ein Weibchen, ein Dammtier in der Jägersprache. Der Normaldeutsche würde sagen, eine Dammwildkuh oder Dammhirschkuh, wenn man so möchte. Tier meint immer das Weibchen. Ja, was man hier schön sehen kann, sind die großen Ohren. Die dienen für ein sehr gutes Gehör. Sie können jeweils einzeln um 180 Grad gedreht werden. Das heißt, man kann das eine Ohr auf die eine Geräuschquelle und das andere auf die andere richten. Des Weiteren, die Nase ist recht gut und was man hier ebenfalls schön sehen kann, der Kopf ist recht kurz. Andere Hirscharten haben ein deutlich längeres Gesicht. Das ist beim Dammwild eher kurz angelegt. Wie jede Hirschart, wie auch unser Rotwild, das man sicherlich schon mal gesehen hat, haben sie Tränengruben, also vorm Auge diese Vertiefung. Das ist eine Drüse, die ein Sekret abgeben kann, das der innerartlichen Kommunikation dient, heißt, die können sich jeweils gegenseitig am Geruch des jeweils individuellen Sekrets, was die abgeben, erkennen und wissen dann gleich, wer steht denn da eigentlich hinter mir, ohne sich jeweils sehen zu müssen. Man kann, also die können dann auch mit diesem Sekret Dinge markieren, das machen aber eher die Hirsche und weniger dann die Kühe. Und ansonsten, das Sommerkleid, was wir hier sehen können, weist diese weißen Tupfel auf, auch charakteristisch ist der schwarze Aalstrich, den haben auch alle Exemplare vom Dammwild im Sommerkleid. Aalstrich meint die schwarze Linie entlang der Wirbelsäule und dass die dann nochmal von Tüpfeln gesäumt ist, auch charakteristisch. Also hier ein sehr schönes Bild, wo man das Sommerkleid gut erkennen kann. Ja, noch ein paar Takte zum Wintererscheinungsbild, aber da gehen wir noch ausführlicher drauf ein. Die Männlein haben erstens mal so kleine Hörnchen auf dem Kopf. Wenn sie dann älter sind, haben sie auch größere Hörnchen auf dem Kopf. Und was man dann noch beim männlichen Tier, beim Dammwild besonders gut erkennen kann, ist der Pinsel. Das ist dieser Haarbüschel, der da und auf der Unterseite absteht, und zwar deutlich absteht. Und das bereits auch bei sehr jungen männlichen Dammhirschen, ja, die noch zum großen Hirsch werden wollen, vergleichsweise großen Hirsch, also wirklich ein charakteristisches Merkmal. Selbst in jungen Jahren kann man sie daran ganz gut erkennen. Ansonsten ist der Körperbau sehr ähnlich. Die Männchen haben auch noch einen deutlich hervorstoßenden Adamsapfel, also einen Kehlkopf, den man deutlich erkennen kann, neigen zu Verfettung am Hals. Bei den Weibchen auch nicht so sehr. Dafür haben die Weibchen einen deutlicheren Spiegel am Hinterteil, also sprich ein sich farblich hervorhebende Rückseite. Das dient als Signal für die anderen Gruppenmitglieder. Sobald ein Tier wegrennt, sehen die anderen, oh, da rennt ein Spiegel davon. Bei der Gelegenheit beim Wegrennen wird auch der Schwanz hochgehoben, damit der komplette Spiegel sichtbar ist. Und das ist dann ein sich entfernender Spiegel, ist quasi ein Signal, oh, da rennt jemand, ich renne mal hinterher. Also ein Folgemechanismus, ein Herdentrieb wird hier ausgelöst, sobald ein Spiegel davon rennt sozusagen. Und vielleicht noch zu Maße und Gewicht eine Kleinigkeit. Also so ein richtig großer Dammhirsch
wird bis 1,20 Meter lang, Kopflobenflänge, Schulterhöhe bis 1 Meter, das wäre dann schon ein ordentliches Exemplar. Und in seltenen Fällen wird ein Männchen mal 110 Kilo schwer, ganz selten mal noch schwerere Exemplare, aber normalerweise bewegen wir uns beim Hirsch zwischen 60 und 90 Kilo, so irgendwie um den Dreh ausgewachsen. Ausgewachsen sind sie übrigens erst mit 4 oder 5 Jahren. Zum Vergleich, ein Rotwildhirsch wird 250 Kilo schwer, in Ausnahmefällen auch mal 300 Kilo, das ist also ein ganz anderer Brocken. Im Bereich der Sinneswahrnehmung gibt es eine Besonderheit, das ist ein Drei-Sinne-Tier, das ist recht selten im Tierreich. Man ist sich nicht ganz hundertprozentig sicher, inwieweit sich es das wirklich auf all seine Sinne verlässt, aber ganz klar ist, dass das Dammwild durchaus gut riecht, sehr gut hört, aber eben auch gut sehen kann. Man merkt das auch in Interaktion mit den Tieren. Jetzt sind sie gerade beschäftigt, in die andere Richtung zu gucken, weil da eine Frau mit Futter im Anmarsch ist. Aber sie haben mich ganz oft auch im Blick und gucken mich auch direkt an. Das ist eine Besonderheit und eben nur festzustellen bei Tieren, die auch vergleichsweise gut sehen können und mit der menschlichen Gestalt was anfangen können. Also einen Mensch als solchen auch wahrnehmen und als potenzielle Gefahr wahrnehmen. Ohnehin sind sie gerade relativ nervös, das muss ich noch dazu sagen, weil der Bestand hier im Gatter war schon mal größer und wurde erst vor kurzem ausgedünnt, und wenn dann jemand mit irgendeinem Gerät auf sie zielt und sei es nur ein Teleobjektiv, dann macht die das ein bisschen nervös. Also die sind nicht ganz blöd und wissen, dass so ein Gerät, das man auf sie hält, potenziell auch mal gefährlich sein kann, und jetzt renne ich ja eher rum, durchaus ein bisschen wie ein Jäger gekleidet mit meinem Lodenmantel und solchen Späßen, und drum bin ich halt ein bisschen verdächtiger als so ein normaler Tourist, der dann quietschbunt oder als Jogger da noch durchläuft. Ja, das war Losung, was sie da gerade verloren hat. Und deswegen eben die etwas aufgeregten und nervös herumlaufenden Tiere, die eigentlich sonst durchaus entspannter sind, aber das ist halt der Situation geschuldet. Andere Aufnahmen habe ich jetzt nicht. Ja, also sie sehen gut, sie riechen gut, sie hören gut. Die meisten Tiere im Wald haben 1 bis 2 gute Sinne. Wenn wir uns das Wildschwein angucken, das riecht großartig. Das hat eine der besten Nasen im Tierreich. Das hört gut, aber es sieht ziemlich beschissen. Also es reicht, um nicht gegen den Baum zu rennen, aber das war es dann auch ungefähr. Übrigens durch die gute Sinnesleistung, durch den guten Gesichtssinn, also die Tatsache, dass die gut sehen können, vermutet man, dass das Dammwild, da es ja auch aus Anatolien kommt, das jetzt eben nicht als Landschaft mit besonders vielen Wäldern bekannt ist, durchaus eher eine Offenlandlandschaft bevorzugt, als wenn es seinen Lebensraum selbst wählen kann und Wälder nur als Rückzugsort zur Verfügung stehen. Und wenn man dann halt in einer Vegetation lebt, in der man auch weit gucken kann, dann macht es auch Sinn, weit gucken zu können, und da können wir also über die Sinnesleistung dieses Tiers auch viel über den ursprünglichen Lebensraum lernen. Ja, aber sie sind anpassungsfähig und kommen auch in kompletten Waldlebensräumen durchaus zurecht, auch wenn man sie da vielleicht nicht unbedingt forstlich haben will. Bei den Wiederkäuern, und auch das Dammwild ist einer, gibt es 3 wesentliche Äsungstypen. Es gibt den Konzentratselektierer, ein Beispiel dafür wäre das Reh. Das sucht sich speziell die leckeren Teile der Pflanze raus, wo besonders viele Nährstoffe drin sind, und braucht von denen dann nicht allzu viele, weil eben besonders nährstoffreiche Pflanzenteile nur verbissen werden. Mit einfach auf der Wiese grasen gehen, wie man das von einer Kuh kennt, kann ein Reh wenig anfangen. Dann gibt es den Intermediärtyp, den sehen wir hier, das Dammwild gehört dazu, das Rotwild übrigens auch. Die können sowohl als auch auf der Wiese grasen gehen, aber nehmen auch gerne besonders nährstoffreiche Pflanzenteile mit, wenn sie da ohne großen Aufwand drankommen können, und sind ebenfalls auch noch in der Lage, zur Not auch noch Rinde von Bäumen abzureißen und die dann zu verdauen, wenn nichts anderes zur Verfügung steht. Knospen, junge Triebe, junge holzige Triebe auch bereits, können sie alles verdauen, wenn das dann sein muss, auch wenn ihnen ein paar leckere Kräuter von der Waldwiese wahrscheinlich lieber wären. Und dann gibt es der Vollständigkeit halber noch den Raufutterfresser bzw. den reinen Grasfresser, wenn man so möchte. Bei den Tieren, die bei uns wild vorkommen, ist das eigentlich nur das Mufflon. Also das Wildschaf plus minus wild, das kann man sich drüber streiten, inwiefern das wild ist, aber das ist eigentlich der einzige wirklich ausgesprochene Grasfresser, den wir bei uns in der Landschaft an Wildtieren überhaupt haben. Ja.
Dammwild hat einen Pansen, wie alle Hirsche. Das bedeutet, die Nahrung wird dann eine Weile gären gelassen, von Bakterien zersetzt, wird dann wieder hochgewürgt, nochmal gefuttert und danach erst richtig verdaut. Deswegen wechseln sich auch etwa 3- bis 4-stündige Phasen ab, nachdem sie eine Weile rumgestanden sind und eine Weile gegessen haben. Das tun sie hier jetzt gerade. Natürlich nicht in dem Umfang, wie sie eigentlich essen müssten, weil es sind ja Gehegetiere, die gefüttert werden, damit besonders nährstoffreiche Nahrung haben und einfach nicht so viel Zeit mit der Nahrungsaufnahme dann verbringen müssen, wie das bei Wildtieren der Fall ist. Aber dann gibt es auch wieder Phasen, wo sie irgendwo meistens in der Mitte vom Gehege hocken, wo sie ein bisschen weiter weg sind vom Zaun und wieder kauen. Er hier kaut nicht wieder, sondern kaut das, was die Dame, die sie eben ein bisschen nervös gemacht hat, ihnen da, ja genau, reingeworfen hat. Leider habe ich ihn nicht schärfer hinbekommen wegen dem blöden Zaun. Genau, das zum Ernährungsverhalten. Dammwild sind sehr soziale Tiere, sie leben grundsätzlich in Rudeln, sowohl die Männchen als auch die Weibchen. Gemischte Rudel gibt es eher selten, daher Weibleingruppen, Männleingruppen, beziehungsweise bei den Weibleingruppen sind dann halt noch die jungen männlichen Tiere, bis sie maximal das zweite Lebensjahr vollendet haben, also normalerweise bis maximal da, auch bei den Weibchen unterwegs. Zum Werfen, also zum Junge kriegen, separieren sich die einzelnen Weibchen dann auch von ihrem letztjährigen Jungtier, das bleibt dann bei den nicht trächtigen Weibchen, damit eben in Ruhe dann der Nachwuchs zur Welt gebracht werden kann und danach, wenn der dann auch laufen kann, der Nachwuchs, trifft man sich wieder und bildet zusammen wieder ein Kahlwildrudel, nennt man das dann auch, weil es halt eben Weibchen sind und dementsprechend nichts auf dem Kopf haben. Das ist die meiste Zeit des Jahres also so. Die Rudel bleiben meistens relativ konstant, es sind dann also eng verwandte Tiere, teilweise auch Töchter der älteren Tiere dabei, die sich dann ihrem Mutterrudel anschließen und dann aber irgendwann eben eigenen Nachwuchs bzw. Enkelinnen der älteren Tiere beisteuern. Bei den Männchen gibt es Männchenrudel, nur sehr alte Hirsche, die dann ein hohes Alter erreicht haben, bleiben lieber unter sich bzw. allein und führen ein einsames Dasein, weil sie halt eben mit den jungen Männern nicht so viel anfangen können und sich für die Weibchen nur in der Paarungszeit interessieren. Ja, die Männchenrudel dienen einfach dazu, dass man schon mal ein bisschen die Brunft üben kann und mal ein bisschen gucken, wer denn der Stärkere ist. Das gilt übrigens auch für die sehr jungen Erwachsenen, die dann mit ihren Schwestern und Tanten auch durchaus schon mal das Aufreiten üben, hier gerade zu sehen. Oder mit den anderen männlichen Artgenossen versuchen da hin und wieder ein bisschen Streitigkeiten auszutragen, damit man auch das schon mal geübt hat. Jo, und damit wären wir dann auch bei der Brunft angekommen. Ja, zur Brunft treffen sich sowohl die Herren als auch die Damen auf derselben meistens Wiese, die eine gewisse Übersicht zulässt. Die männlichen Hirsche legen eine Brunftkuhle an, trampeln also ein bisschen Boden platt und sind dann da der Chef. So, und wenn sich jemand anders nähert, dann wird der Chef den Chef herausfordert, kommt es halt zu einer Auseinandersetzung. Da wird sich erstmal angebrüllt und entsprechend hinterher gegebenenfalls durch die Gegend geschoben. Durch die Form des Geweihs beim Dammwild mit diesen Schaufeln sind die Verletzungen nicht so häufig wie beim Rotwild, weil man kann sich mit so einer Schaufel schlechten Spieß tief in die Flanke rammen. Das ist beim Rotwild also deutlich gefährlicher. Daher sind die Mortalitätsraten durch Brunft bei dieser Hirschart eher gering, aber trotzdem darf es durchaus mal wild zugehen. Wir hören uns dazu mal den Brumpfruf vom Dammwild an. Der ist nicht so spektakulär wie beim Rotwild, aber ich finde ihn auch irgendwie ganz sympathisch. So, dann ist noch interessant das Fluchtverhalten. Hier ist das wohl das Leittier, stellt fest, es sei eine gute Idee, sich zu entfernen, während eben der Rest der Gruppe dann auch sehr schnell folgt, inklusive dem Chef. Der Chef mag ja durchaus der Platzhirsch sein, aber wenn ein Tier beim Dammwild beschließt, dass es eine gute Idee wäre, sich zu entfernen, dann machen auch alle mit. Das ist also auch bei diesen Gattertieren entsprechend so und ganz typisch für alle Hirscharten und dafür dient dann eben auch das
weiße Hinterteil, das deutlich ist, da rennen sie, ich sollte hinterher rennen. Ja, das Männchen, wie man jetzt hier beim Hirsch gerade ganz gut sehen konnte, hat auch einen Spiegel, der ist halt nur eben deutlich kleiner als beim Kahlwild. Ja. Und das nächste, was hier noch interessant zu sehen ist, hier war es jetzt gerade beim Leittier, das als erstes, also sage ich jetzt mal Leittier vorsichtig, ob das wirklich das Leittier ist, kann ich nicht beurteilen, dafür hätte ich sie länger beobachten müssen, aber man sieht da sehr schön den Gang, die besondere Gangart, mit der davongesprungen wird. Das ist nämlich eine besondere Fortbewegungsart und nennt sich Dammzicken, weil das so ein Springen mit allen vier Beinen gleichzeitig ist. Eine Besonderheit, die eigentlich nur das Dammwild und der Weißwedelhirsch in dieser Form haben. Das erinnert so ein bisschen an Ziegen und daher eben dieser Begriff Dammzicken. Ganz speziell. Aber ansonsten bewegen sie sich wie alle anderen Hirsche auch mit Schritt, Trab oder Galopp fort. Was wir hier gesehen haben, also abgesehen von dem hüpfenden Tier, war langsamer Galopp. Ganz langsamer Galopp. So die Übergangsform quasi. Ja, wir halten Dammwild leider gerne in Gattern. Was heißt leider? Das ist schon in Ordnung. Sie eignen sich dafür ganz gut. Sie verkraften das auch ganz gut und kommen wunderbar zurecht. Sie zeigen auch keine Verhaltensauffälligkeiten, abgesehen davon, dass männliche Dammhirsche gerne mal sie fütternde Zuschauer am Zaun mit dem Geweih attackieren. Hat man dann auch nicht anders verdient, wenn man schon zu nahe kommt und vergisst, dass das eben immer noch ein Wildtier ist. Gehalten werden sie vor allen Dingen aus Gründen dessen, dass sie gut schmecken, tun sie nämlich. Und das ist es dann im Wesentlichen. Auch wild kommen sie nur vereinzelt in Deutschland vor, sind also eher selten und nicht flächendeckend in der Bundesrepublik vorhanden. In Großbritannien ist das dann auch eher ein Problem. Sie gelten als deutlich genügsamer als Rotwild und verursachen nur in sehr hohen Bestandesdichten nennenswerte Wildschäden. Also so richtig nennenswerte. Damit kann man sie also ganz gut im Wald halten. Als kleineres Tier brauchen sie natürlich auch weniger zu fressen und offensichtlich reicht da auch mal so ein Ast, der am Boden rumliegt, auf dem man lange rumkauen kann, recht weit. Ja? Also wirklich ein schönes, genügsames, tolles Tier, das man wegen mir gerne häufiger im Wald antreffen könnte. Sie werden als Gehegetier auch recht schnell zutraulich. Das sieht man auch bei dieser Gruppe ganz gut, abgesehen davon, dass sie ja derzeit im nervösen Modus sind, sind die eigentlich nicht weiter schwierig zu beobachten und verstecken sich auch nicht groß. Anders als Rotwild, das sich selbst dem Zaun wirklich nah nähert, wenn es nicht hundertprozentig gewöhnt ist, dass es daran ständig was zu fressen kriegt und also sehr, sehr, sehr zahm geworden ist. Das gibt es beim Rotwild schon auch. Ja? Ein Problem gibt es noch. Dammwild ist die problematischste Wildart, wenn es um Verkehrsunfälle geht. Die rennen sehr gerne auf die Straße. Da gibt es diverse Untersuchungen zu, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Und wenn man sie ökologisch sinnvoll im Wald haben möchte, dann ist es halt wichtig, dass man ihnen auch ein paar Waldäcker zur Verfügung stellt, also Wiesen innerhalb des Waldes, wo nicht viel Baumvegetation ist. Das entspricht auch am ehesten ihrem natürlichen Lebensraum, also einem Mosaik aus größtenteils Laubwäldern und eben auch mal Freiflächen. Man merkt, wenn man sich die Populationen anguckt, die es weltweit so gibt, übrigens auch sehr schön, dass eben gerade davon auch abhängig ist, wie groß ein Rudel ist. Je mehr Freifläche es hat, desto größer ist es. Und diese Angepasstheit an durchaus auch das Leben auf der Freifläche merkt man auch daran, dass es ja ein optisch sich orientierendes Tier ist und nicht, auch bei Bejagung nicht, Nachtaktivität aufweist. Ja, weil nachts sieht es deutlich weniger und daher ist es nachts nicht großartig unterwegs, wenn man den natürlichen Feinden dann nicht mehr entkommen kann. So, ein letztes noch zu den natürlichen Feinden ein paar Worte. Zu nennen wären da der Luchs. Der hat sich auf Rehe spezialisiert und dem ist so ein Dammwild im Regelfall zu groß, könnte er, wenn er es reißt, auch nicht großartig transportieren. Totkriegen würde er es sicherlich schon, dann aber eher ein Kalb, ein einjähriges Tier, sowas in den Dreh,
Vielleicht mal ein zweijähriges, aber sicherlich eher nicht die ausgewachsenen. So, der Wolf kriegt jedes beliebige Stück Dammwild tot, wenn er das dann möchte, insbesondere wenn im Rudel gejagt wird. Der hat sich bei uns zu Lande allerdings auch auf das Reh spezialisiert, weil es besonders gut zu kriegen und in großen Stückzahlen vorhanden ist. Da, wo Dammwild vorkommt und der Wolf vorkommt, wird aber auch das Dammwild vom Wolf durchaus mitbejagt. Und theoretisch könnte man sich noch vorstellen, dass das Kitz vom Uhu geholt wird oder von vergleichbar großen Raubvögeln. Dazu gibt es aber kaum Daten oder Studien, wäre jedenfalls vorstellbar. Der natürlichen Mortalität ist vor allen Dingen der Straßenverkehr zuträglich und die Jagd, und die soll das ja auch, damit eben die Bestände reguliert bleiben, da wo das Raubtiere nicht in dem erforderlichen Maße durchführen können, weil es sie zu wenig gibt. Ja, noch ein letztes vielleicht, eine interessante Information. Dammwild wird als eher kleiner Hirsch aus irgendwelchen Gründen erstaunlich alt. Das älteste Exemplar, das man mal gehabt hat, nachweislich ist 32 Jahre alt geworden, und auch normalerweise können sie durchaus in der Wildnis locker mal 20 werden. Und das ist bemerkenswert alt für so ein Tier dieser Größe und dieser Art. Jo, das wär's gewesen, was ich zum Dammwild auf die Schnelle zu sagen hatte. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Grüßt ein Dammwild von mir, wenn ihr es seht.